The Deep Space Vanguard deploy to the planet Valakka to retake the colony and secure a foothold in the war against the bug. Exterminate those bugs. Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Starship Troopers Extermination. Wir sind heute mal mit dem Bastionstrooper unterwegs und... Was war denn das? Okay. Das war komisch. Und ich habe die Saw dabei. Und in Verbindung mit den großen Magazinen gibt es mir pro Magazin nochmal 50 Schuss mehr. 100 Schuss mehr. Das heißt, insgesamt haben wir 900 Schuss in der Pipeline. Also es unterscheidet sich kaum noch zu den normalen Moretta-Gewehren. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut. Und wenn nicht, ihr wisst schon, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. So, muss ich erstmal gucken. Ah ja, stimmt. Es hat sich ja jetzt umgestellt. Man muss nicht 10 nur kurz drücken, um seine Spezialfähigkeit zu nutzen, sondern man muss C gedrückt halten. Ja, bin mal gespannt, ob ich mir das dann auch dementsprechend merken kann. Signal Booster sollen wir jetzt sichern. Okay, das machen wir. Das machen wir, das können wir, das kann ich. Was habe ich denn noch dabei? Ich habe den Heal Beacon dabei, sprich, den rahme ich mir im Boden und werde gleichzeitig dann auch... Oh, Alter, der Rückstoß ist aber ganz schön heftig mächtig. Oh, so fühlt sich der Heavy Trooper gut. Schon ein Weilchen nicht mehr gespielt. Und das war schon. Verdammt. Das hat sich ja voll gar nicht gelohnt. Na gut. Erstmal schön nachladen. Ja, ich finde das schön, dass die das jetzt ein bisschen umgeändert haben, dass dann auch die MK3 Saw standardmäßig schon ein Magazin mehr hat. Ganz am Anfang hatte die nur 2 Magazine und pro Magazin nur 150 Schuss. Was natürlich echt wenig ist. Jetzt lohnt sich das auch mal. Wow. Na, ihr habt schon ganz gut durchgeballert. Die Saw hat zwar, wenn man nicht in Deckung ist oder in seinem Bunker, ziemlich heftigen Rückstoß, aber dafür haut die auch ziemlich heftig rein. Den haben wir down. Was habe ich denn eigentlich noch dabei? Naja, natürlich meine Zweitwaffe. Messer, Granaten. Was ich zusätzlich noch ausgerüstet habe, ist, dass ich mehr Nahkampfschaden bekommen kann, ohne dass mir jetzt großartig was passiert. Wow. Was zum... Zurzeit arbeite ich auch fleißig daran, mein Sunny ein bisschen hoch zu leveln. Aber der ist, glaube ich, erst auf Level 9 oder 10. Ich bin jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so großartig dazu gekommen. Ja. Komm. Ich helfe dir mal. Na? Komm, komm. Komm wieder hoch. Genau. Genau. Nobody quits. So ist das richtig. Und nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Das wissen wir. Das haben wir alle in dem Film gelernt. Ach. Schönes Spiel. The clear of drop zone. Yo. Also. Loaded up with the payload. Vulture one on the way. Clear the drop zone.
Oh, das könnte eine Speedy-Folge werden, aber das kommt mir gerade gerecht. Ich bin, bin nämlich gerade erst von Arbeit gekommen und mir ist aufgefallen, ja, ich will ja eigentlich wenigstens zwei Folgen Starship Troopers pro Woche noch für euch bereitstellen. Aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft. Ich kann ja nach längerer Krankheitsphase endlich... Build HQ. Ich kann ja jetzt endlich wieder auch mal ein bisschen was schaffen, was eine schöne Sache ist. Warning. The base is under attack. Siehst du das? Ist aber schlecht. Würde ich so nicht sein. Das wäre jetzt ein bisschen doof eigentlich, aber naja, gut, geht schon. Macht ihr... Was? Nee, komm! Nicht doch hier, du Trottel! Ah. Das ist jetzt so... Ach, ich hasse das. Eigentlich die meisten wissen, wie man bauen soll... bauen sollte. Aber manch einer verkackt es ja trotzdem noch. Naja, gut, passiert. Nein, das wollte ich doch nicht. Na, habe ich aus Versehen eine Mauer dahingestellt, wo ich deine Himmel haben wollte. Naja, naja, Scotty, das hast du auch schon mal besser gemacht. Oh, erstmal schön nachmunitionieren. Nein, 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 brauchst du nicht aufbauen. Brauchst du nicht aufbauen. Das war Quatsch, das war... Was wir jetzt auf alle Fälle noch machen sollten, ist ein wenig Schutz für eben diesen hier. Ja. Ja. Also gut, wenn unser Spawnpunkt auch gesichert ist. Das klappt irgendwie gerade semi-gut. Ja. Jetzt können wir noch hochziehen. Ganz entspannt, Jungs. Alles gut, das kriegen wir alles noch schön gebacken. Wenn jetzt kein Monsteransturm gleich kommt, kriegen wir das noch ganz gut hin. So, hier würde ich dann, wenn es möglich ist, noch ein Türchen reinbauen. Ja, es geht. Ja. Okay, alles klar, Kinder. Auf geht's. Wir sind fully armored. Aber ich muss mir jetzt... Ah, ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass ich ja hier... dann nicht fliehen kann. Ah. Oh. Nee, komm. Das wird so nix. Die jocken auch schon genug. Gehen wir mal zur anderen Seite. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Das könnte ganz gut sein. Ja. Wow, wow. Na, kommt. So, warte mal, der Heal Beacon ist. Hier, dem können wir gleich mal dahin basteln. Wenn jetzt noch ein Buddy so cool wäre und mir hier noch Munition hinpackt, dann wäre alles Roger. Nee. Die haben ja den Schaden auch ein bisschen runtergedreht von der hier. Und erstmal nachladen. Noch hält sich's. Zum Befehlsrad wäre jetzt ganz gut. Damit man sagen kann, hey Buddy, gib mir bitte mal ein bisschen Munition oder so.
ich hier nämlich alles einpacken muss immer, ist das natürlich etwas unpraktisch. Irgendwie hatte ich die eigentlich ein bisschen mächtiger in Erinnerung. Okay. Sieht ganz gut aus. Erstmal nachladen. Na, dann ist jemand down, aber gut, der kann gleich wieder spawnen. Also eher wichtiger, dass ich hier versuche, alles freizuhalten. Ja. Oh, Tiger. Was denn, wo denn? Da! Ah. Okay, der hat einen Scan-Beacon aufgebaut. Zu, dass wir hier wegkommen. Ich muss ganz dringend auch munitionieren und mich bereit machen, dass wir hier abhauen. Sie werden natürlich ganz. Jetzt ist der Hunter natürlich wieder im Vorteil. Der kann schön über die Dächer gehen. In diese Richtung. Das gleich, was nicht. Ich weiß ja nicht. Das wird enge. Und nicht die gute Art davon. Der einzige Vorteil ist jetzt wirklich, dass ich einiges ab kann. Sieht doch. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ah. Die Jungs da hinten kriegen hier Probleme. Aber wir haben es eigentlich ganz gut geschafft. Ja, viele trauen sich noch nicht, das Maschinengewehr zu nehmen. Und du musst wirklich Level 20 haben, um die Magazinerweiterung auch zu bekommen als Heavy. Was äußerst wichtig ist hier. Na, Granate ist noch nicht fertig. Nachladen. Da kommt, ah, da kommt da jemand. Gut. Ja. Ja, so mag ich das. Ja, kommt doch, holt euch was. Willst du was, kriegst du was. Ja, ich glaube es aber nicht zu sehr übertreiben. Okay, jetzt sollte ich mir langsam. Aua. Wo lang? Oh, jetzt. Wo lang? Gib Gas. Bisschen Fersengeld. Hackengas. Da. 10 von 16. Ja. Das ist immer blöd, wenn die Kameraden mit rein springen, wenn du gerade am Ballern bist. Ach komm, egal. Weg hier! Granate? Jo, geht noch. Schön! Schön, so mag ich das.
Ich mag's halt, die Runden sind halt auch schnell und knackig. Das macht halt Spaß. Da kannst du immer zwischendurch so nach der Arbeit mal ein, zwei Runden Starship Troopers und das macht Bock. So. Oh, naja, Support war jetzt bei mir nicht so viel. Trooper extracted. Oh, 16 Stücke, ey. Schwierigkeit normal. Advanced and secure. Advanced, so rum. Valaka, okay. Alles klar, Freunde. Dann, sag ich mal, haben wir es wieder geschafft für heute. Und wenn es euch gefallen hat, naja, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.